Eine Lawine namens Octagon kommt in eine weitere deutsche Stadt. Dies und vieles mehr am 17.06. in Oberhausen. Ladies and Gentlemen, Octagon MMA brings you Tipsport Game Changer. The 15th of April at the Home Credit Arena, Liberec. Gefährliche Gegner. Einem langen Tauziehen um eine Optimierung des Vertrags kehrt nun doch Hatef Moey zu Octagon zurück. Der zuletzt beim Octagon 36 Turnier Jeremy Kimble besiegte und so seinen 9. Sieg in Folge erzielte. Big strikes, this could be it. Oh my goodness. In seinem 3. Kampf bei Octagon tritt er gegen den brasilianischen Kämpfer Vanderson Carvalho an. Carvalho hat 20 Kämpfe hinter sich, viele davon im Halbschwergewicht, wo er zum Beispiel auch den berühmten Mikhail Ragusin besiegen konnte. Seit kurzem kämpft er jedoch im Schwergewicht und hat 4 Siege in Folge errungen. Und das wird für Hatef Moey die richtige Prüfung im Vorfeld eines möglichen Titelkampfes. Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol, vai vir. Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma que tive que fazer minha escolha, sonhar ou sobreviver. Os anos se passaram e eu fui me esquivando do ciclo vicioso. Porém, o capitalismo me obrigou a ser bem sucedido. Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico. Em busca do meu sonho de consumo, procurei dar uma solução rápida e fácil dos meus problemas. Mas é um dinheiro amaldiçoado, quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Kurzfristig! Mit dem iranischstämmigen Deutschen vom UFD Düsseldorf, Hatef Moey, auf. Und bei mir am Kommentatorenpult ist jetzt für euch dabei der Mann, auf dessen Kampf wir uns heute natürlich auch riesig gefreut haben, der aber leider aufgrund von einer Absage seines Gegners heute nicht im Käfig stehen kann. Herzlich willkommen, Niklas Stolze. Schön, dass du da bist. Hallo, mein Lieber. Schön, dass ich da sein kann. Ja, natürlich. Und ja, es ist sehr, sehr bitter, aber... Shit happens, man steckt nicht mehr drinne. Ja. Wollte ich gerade sagen, wir machen das Beste draus. So ist es, ja. Also und jetzt geht's ans Eingemachte, die schweren Jungs kommen. Und sowohl Hatef Moey als auch Vanderson Carvalho haben diesen Kampf hier mit relativ wenig mit kurzer Short-Notice-Zeit eben angenommen. Der ganze Kampf ist 10 oder 14 Tage vor seiner Ausrichtung eben wirklich auf dem Papier erst amtlich geworden. Bei Hatef Moey war das nicht sicher, ob er bei Octagon bleibt oder ob er nicht lieber in den USA kämpfen möchte. Okay. Es stand alles noch in den Sternen. Jetzt ist man sich da aber einig geworden und zum Glück ist Hatef Moey wieder dabei. Und hier ist sein Tanzpartner für den heutigen Abend, der Brasilianer Vanderson Carvalho. Ich muss sagen, Moey ist für mich sehr interessant, weil wir einfach gerade aus Deutschland kommende Schwergewichte einfach nicht so viel haben. Und... Carvalho mangelt es also offensichtlich nicht an Selbstbewusstsein, so wie der hier reinkommt. Also wenn er heute gewinnt, dann geht es für ihn auf jeden Fall in den Titelkampf, ja? Yes, also Adam Palasch hat ihn ja rausgefordert. Und Hatef möchte unbedingt um den Titel kämpfen. Und das sind natürlich zwei Dinge, die wir jetzt hier sehr gut miteinander verbinden können. Das ist ein absolutes physisches Monster. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe, kleiner Funfact, mit ihm auf der gleichen Fightcard gekämpft, 2019. Okay. Und er sich im Backstage warm gemacht. Und als er seine Hände geschlagen hat, habe ich mir gedacht, da war ja... Da wird es einem anders, ne? Ja. Da wird es einem anders. Auch also, sehr starkes Ringen. Also wirklich extrem, auch ein kompletter Kämpfer. Und hat natürlich mit UFD Gym eins der besten Teams in Deutschland hinter sich. Ja, wir sehen hier Babak Nejad und Ivan Hippolyt vom UFD Gym bei ihm in der Ecke. Und der Mann ist einfach... Also wie eine Dampflok mit 300 km/h. Er fährt alles über den Haufen. Aber er wirkt ruhig und abgeklärt.
verabschiedet sich hier nochmal von seiner Ecke, bevor es dann für ihn endgültig in den Cage geht. Und Art ist immer ruhig und fokussiert. Er weiß, was er hier heute Abend zu tun hat. Und wenn er diesen Kampf gewinnt, Niklas, du hast es eben angesprochen, dann blüht ihm der Titelkampf. Höchstwahrscheinlich gegen Adam Pardasch, aber auch Pardasch hat jetzt am 15.04. in Liberec noch mal einen weiteren Härtetest vor sich. Und wenn die beiden hier ihre Herausforderungen meistern, dann kann ein neuer König im Schwergewicht in einem kommenden Duell ausgekämpft werden, oder auch? Wollte ich gerade sagen, dann kann der König gekrönt werden. Yes. Ja? Das war ja so ein bisschen so das Ansticheln, oder? Wer hier wirklich der wahre König ist. Ja. Interessant ist auch bei Carvalho, der hat eigentlich ursprünglich im Light Heavyweight gekämpft, ja. Aber seit er ins Schwergewicht hoch ist, ist er mit 4:0 unbesiegt. Also da ist doch auch mal richtig Musik dahinter. Sehen wir beide hier nochmal im direkten Vergleich. Ähnliche Erfahrung. Aber der haushohe Favorit bei den Buchmachern ist der Boss Hatef Moel. Ja, ich glaube, so ein Move für so ein Halbschwergewicht, Hoch- und Schwergewicht, manchmal auf eine gute Entscheidung. Ja, vor allem Moel ist wirklich ein richtiges Schwergewicht mit seinen 120 Kilo. Oh ja. Ja. Oh ja. Try to say a few words in German, because we want to say how much we are appreciated that we are here in Munich. So I will try. Noch einmal herzlich willkommen im wunderschönen Münchner Audidom. Bevor die Hauptkarte beginnt, möchten wir uns bei auch dafür bedanken, dass in dieser Arena mit einer MMA-Veranstaltung als erstes ausverkauft habt. Wir sind eine europäische und damit auch eine deutsche Organisation. Und fühlen uns hier wie zu Hause. Wir werden dieses Jahr 4 große Turniere veranstalten und eure Unterstützung wird jedes zu etwas ganz Besonderem machen. Vielen Dank, die Hauptkarte beginnt jetzt. Das ist doch meine Ansage, die Main Card kann losgehen, Freunde. Wunderschöne Ansprache. So, now it's time for the Main Card. Ladies and gentlemen, next bout is heavyweight bout. 3 round, 5 minutes. And the referee in charge is Jan Bobornik. Let me introduce you both fighters, and we will start in the blue corner. He is 32 years old, stands 184 centimeters tall, weighing at 108.2 kilos. Represent Libertas MMA and All-Star Premium Team. And the coach in this corner is Sergio Erasto. He has a professional record of 20 fights, 13 wins and only 7 losses. Fighting out of Brazil, Wallison Maguila Carvalho. In the red corner, he is 36 years old, stands 192 centimeters tall, weighing at 118.5 kilo. Represent UFD Gym. And the coaches in his corner are Baba Gnežat and Ivan Hippolyt Ivan Diakovic. He has a professional record of 17 fights, 13 wins, 4 losses, representing Neruda Cup team Tipsport and fighting out of the Germany. Number one in heavyweight in Germany, in the red corner, Hatef Die Energie ist eine andere, wenn die Schwergewichtsjungs am Start sind, Freunde. Guys, you know what's going on. Go for it hard, but always fair, and follow all my instructions. If I say stop, you have to stop the action. If you want to touch gloves, do that and step back to your corner. Best of luck, both of you. Shake hands nochmal. Beide verabschieden sich hier, aber Hatef ist ein Monster, ja, Mann. Ja. Spürt die Erde vibrieren, wenn er hier durch den Cage läuft. Ja, sieht sehr fokussiert aus auf jeden Fall. Vor allen Dingen hat er immer einen sehr, sehr schnellen Start, finde ich. Auch schon Carvalho-Schart hier mit den Hufen. Direkt in der Käfigmitte. Schöner Low-Kick hier von Carvalho zu Beginn. Und Hatef, wie wir ihn kennen, von Anfang an am Druck machen. Und ich habe
kurz bevor da, oder als das Match verkündet wurde, habe ich mit dem Manager von Carvalho gesprochen. Wow, krasser Takedown hier von Moel. Ganz starkes. Also ein Single-Leg Slam. Ja, das muss man technisch auch erstmal hinkriegen, yeah, mit einem Mann, der 110 Kilo wiegt. Ne? Also das ist ja. Ja, da hat einer vier Takedowns von Daniel Cormier studiert. Ja. Absoluter Lieblings-Takedown von dem Mann. Ich wollte gerade sagen, dass Carvalho viel besser in den Kampf kommt, weil er im Stand echt gut aussah. Zwei, ja, gute Jabs getroffen, aber, ja, jetzt befinden wir uns gerade da, wo Hatef, ja, eigentlich immer hin möchte. Ja? Sobald Moel einmal irgendwas von einem greifen kann, lässt er nicht mehr los und zieht einen auf den Boden. Also ich glaube, gegen Hatef zu kämpfen ist wirklich, das muss ein Gefühl sein, als würde man ertrinken, weil man permanent von dieser Druckwalze platt gemacht wird. Wir sehen es ja auch, der macht das ganz intelligent. Der nimmt Carvalho hier immer die Stützen weg und der kann sich gar nicht richtig aufrichten. Ne? Ja, arbeitet auch mit schönen, leichten, kleinen Schlägen. Ja, die sehen so leicht und klein aus, aber wenn so jemand wie Hartev da rein. Ja, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Für ihn ist es auf jeden Fall leicht. Er wird nicht, ja, mit 100% zuschlagen. Ja. Er wird die Schläge nutzen, um Löcher zu öffnen im Grappling. Ja. Ja, wenn so er jetzt die Top-Control sichert und die Beine noch zukriegt. Ja. Ja, und genau da fühlt sich Hatef Moel am wohlsten. Jetzt kann er sich seinen Gegner hier zurechtlegen. Ja, der ist wieder dabei aufzustehen. Und auch die Knie hier zum hinteren Schenkel sind sehr ermüdend. Ja. Jetzt kämpft sich Carvalho wieder hoch, holt sich den Underhook. Das ist die richtige Bewegung auf jeden Fall. Und der Referee, Jan Bovornik, ermahnt hier schon die Kämpfer. Sie müssen hier arbeiten, sie müssen hier was liefern, sonst holt er sie wieder in den freien Stand zurück. Und das wäre natürlich denkbar ungünstig für Hatef. Und der arbeitet hier auf den nächsten Takedown zu, kriegt ihn auch. Aber Carvalho verteidigt hier ganz gut. Ja, den Takedown hat Carvalho schon wesentlich besser verteidigt. Hier muss er aufpassen, dass er nicht den Hinterkopf trifft. Ja. Das war, wollte ich gerade. Okay, auch der Referee ermahnt hier nochmal keine Ellbogen auf den Hinterkopf. Ja, das ging an Carvalho. Oh, und hier ist Hatef wieder dominant. Ja, damit hat er, in dieser Position hat er seinen letzten Kampf gegen Jeremy Kimble beendet mit wichtigen und starken Knien zum Körper. Also würde mich auch nicht wundern, wenn er damit wieder um die Ecke kommt. Aber er legt sich einfach mit seiner ganzen Wucht und seiner ganzen Masse auf die Gegner drauf. Er weiß ja auch, wie er seine Masse einsetzen muss. Und das ist das Gefährliche an Moel. Das hast du gut gesagt. Also er weiß genau, wie er sein Gewicht und das alles einsetzen muss. Liegt hier natürlich auf Carvalho leicht drauf. Aber jetzt kommt er in den Stand zurück. Ja, wenn er sich jetzt den Andogo holt. Ja, links den Wizard, vielleicht rechts den Underhook rein. Ja, Hatef die ganze Zeit weiterhin am Druck machen und Carvalho muss hier schauen, dass er Land gewinnt. Jetzt versucht er sich hier mit dem Hüftwurf, wird aber geblockt von Hatef. Das ist gar nicht so, ja, einfach, so jemanden hier einfach mal locker über die Hüfte drüber zu schmeißen. Hatef lässt nicht locker, atmet jetzt zwei, dreimal, ja, durch, aber er atmet schwerer. Carvalho mit Körpertreffer. Schöner kommt gut Körpertreffer. Durch. Carvalho sieht echt richtig spritzig und sehr, ja, gut im Stand aus. Ja. Guter Low-Kick hier. Ich glaube, die Low-Kicks sind ein Mittel, das man gegen Moel häufiger einsetzen sollte. Einfach um seine Beine weich zu kochen und um ihm seine Schnelligkeit zu nehmen. Also die Boxkombination von Carvalho gefallen mir ausgesprochen gut. Er muss aber schauen, dass er seine Schlagdistanz beibehält und seitlich weggeht. Er darf nicht vor Moel stehen bleiben. Schöner Jab hier kommt er durch die Mitte. Carvalho bewegt sich sehr gut nach außen, geht auch aus der Schlaghand weg. Sehr stark. Oh, das war direkt vor unseren Augen. Ich habe nichts erkennen können. Ich habe es auch nicht ganz erkennen können. Er signalisiert hier, dass es ein Tieftreffer war. Ich kann mir fast vorstellen, in welcher Szene, in dem Richtungswechsel hat. Ja, ja, wir sehen uns das Ganze hier nochmal im Replay an. Ja, leicht ganz vorne. Ja, war jetzt für mich, ja, gar nicht so eindeutig erkennbar. Ja. Aber immer im Zweifel für den Angeklagten. Ja. Aber jetzt geht es auch schon weiter. Und beide wieder im Stand. Ja, da hat Carvalho jetzt gut ausgesehen. Kann er daran anknüpfen? Schöner Low-Kick.
auch schön vorbereitet. Ja. Auch wenn die Hand nicht getroffen hat. Ja, das ist natürlich einfach ein gutes Täuschungsmanöver, um das Gewicht vom Gegner aufs vordere Bein zu legen, damit der Low Kick auf das vordere Bein sitzt und das Bein eben nicht weggezogen werden kann. Die Ecke von Carvalho auch lautstark bei jedem Treffer signalisiert, wir treffen heute. Also Carvalho hat mir ausgesprochen gut gefallen hier, muss ich sagen. Klasse Niveau von beiden Kämpfern. Auch Hartev natürlich in guter alter Manier, wie ein Güterzug, wie man ihn kennt. Also ich wollte es vorhin ansprechen mit Carvalhos Manager, mit dem ich gesprochen habe, und habe ihm gesagt, hey, was kannst du mir über deinen Schützling erzählen? Und er hat gesagt, Vorsicht, der Mann ist immer für eine Überraschung gut und es wäre nicht der Erste, der bei Octagon als Brasilianer hier gegen den Deutschen kämpft und für Furore und Überraschung sorgt. Das kennen wir schon von der Oliveira, der auch heute Abend hier kämpfen wird. Ja? Also schöne Szenen hier in allen MMA-Bereichen, ja, von Carvalho und Moel. Sehr schönes Duell. Feining wirklich sehr starkes und sehr technisch sauberes Striking von Carvalho. Ja. Sieht man selten bei Schwergewichten. Ja. Jeden Kick vorbereitet. Und er macht jetzt auch hier mehr Druck. Und er macht kommt direkt Druck aus der Ecke rausgerusht. Ja. Und er muss sich hier Platz machen. Getreu dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, Hatef sucht natürlich den Takedown. Aber da kann ich einfach nur vor ihm stehen. Harter Kick zum Körper hier von Carvalho wieder. Und Hartev weiter im Vorwärtsgang. Wow. Hartev geht wie ein Panzer nach vorne. Er deckt sich, um dann diese krassen Schlagseiten eben auszupacken. Jetzt hat er ihn wieder im Käfig. Genau dabei. Starker Takedown hier. Er hebt ihn hier aus. Ich wollte gerade sagen, ähnliche Technik. Nichts. Der hebt seinen Gegner hier aus, als wäre es nichts. Das ist Wahnsinn. Ja. Wahnsinnskraft von Hatef. Wahnsinnskraft und physisch, Wahnsinnsringen. Ja. Physisch sehr stark. Aber er muss jetzt vor allen Dingen aus der Position was machen. Er hatte vorhin auch lange die Kontrolle. Aber dann kam Carvalho zurück. Also jetzt ein bisschen Schaden anrichten. Ja, jetzt holt er ihn ein bisschen. Zieht ihn hier vom Käfig, ja. Ja, das macht er sehr gut. Ja, vielleicht versucht er hier noch mal über die Beine drüber zu steigen. Ist halt leicht gesagt von außen. Ja. Aber Carvalho macht das halt auch sehr, sehr gut, weil er ihm halt einfach gar nicht die Möglichkeit gibt, sich zu etablieren, sozusagen, ja, auf ihm drauf zu etablieren. Also alle Augen schauen sehr gespannt im Audi-Dome hier auf die beiden Schwergewichtskolosse. Und das ist die Position, in der Hartev sein möchte. Ein Bein eingefangen. Ja. Da macht er hier Schaden. Ist wirklich Top-Position für den Wrestler, der mit seinem Ground and Pound arbeitet, so wie Hatif das macht. Ja, vor allem, er schnürt Carvalho hier wirklich ein. Er legt sich auf ihn drauf und auf der anderen Seite ist der Käfig. Also der hat keine Möglichkeit mehr, hier was Gescheites draus zu machen. Ja. Carvalho sieht immer noch sehr entspannt aus. Ja. Das ist auch nicht selbstverständlich, wenn man so jemanden wie Hatif auf sich liegen hat, nein, einem den Schädel anhauen möchte. Jetzt müsste er den Kopf zur Seite bringen oder den Underhook reindrücken. Ja, das schafft er. Das macht er sehr gut. Ja, Moel macht wirklich gut Druck mit dem Kopf hier, wenn er im Clinch ist. Und jetzt sind beide wieder im Stand. Ja, und jetzt ist es wieder an Carvalho. Moel lässt den Jab laufen. Ja, Moel atmet schon etwas schwerer als zu Beginn der Runde. Wieder schöne Low Kicks. Er bereitet die auch sehr gut vor. Also ich glaube, Hartev hat gleich genug von den Low Kicks. Der wird sicherlich gleich wieder den nächsten Takedown suchen. Aber auch schöne Schlagseiten jetzt hier von Hartev, die treffen. Schöner Calf Kick jetzt hier. Gut gemacht. Vor allem bei dem Gewicht tun die auch richtig weh. Ist das ein Feuerwerk? Jetzt geht er hier, ich wollte gerade sagen, ein bisschen blind nach vorne, aber er landet im Clinch. Und jetzt haben wir wieder die Single-Leg-Position. Also ich würde mich nicht wundern, wenn wir ihn jetzt gleich wieder fliegen sehen. Ja. Hartev Airlines ist gleich wieder bei der Arbeit. Aber auch schon das Bein von ihm sieht wirklich gezeichnet aus. Also man merkt, dass diese Low-Kicks und Calf-Kicks schon ihre Spuren hinterlassen haben, man oder? Sieht jetzt schon leicht Hämatome. Ja, da war er wieder. Er macht es sehr, sehr gut. Das ist Wahnsinn. Ich habe nur Angst, dass er vielleicht ein bisschen zu viel Kraft verschwendet. Das heißt, also, da möchte ich mich gar nicht festlegen. Vielleicht hat er die Kondition auch. Ja.
Jetzt gibt es hier Ellenbogen auf den Trizeps, habe ich auch noch nicht so gesehen. Erlaubt ist, was funktioniert. Ne? Ja, ja, ja. Ah, und jetzt ist Cavallo wieder im Stand, muss aber auch schauen, dass er hier seine Position halten kann und nicht wieder auf dem Hosenboden landet. Also Hartev hält hier weiter fest. Das könnte gleich schon mal eine Ermahnung vom Referee geben, weil zu wenig Action ist. Er hat vorhin schon signalisiert, dass da etwas mehr kommen muss in so einer Position. Und Cavallo versucht hier an dem Kimura zu arbeiten. Kimura muss man vorsichtig machen. Da haben wir schon mal einen Slam-Knockout gesehen. Ja. Einen ziemlich berühmten. Ja. Jetzt drückt er Hartes Kopf hier runter, aber den scheint das nicht besonders zu interessieren. Der arbeitet weiter an dem Takedown und schmeißt Cavallo hier einfach in die Ecke. Wie so ein altes T-Shirt, was er nicht mehr haben möchte. Das ist absurd, dass der Mann für eine Kraft hat. Das ist echt Wahnsinn. So, und da kommt der Referee wieder und sagt, es muss wieder ein bisschen mehr nachkommen. Hartev arbeitet weiter. Aber er muss jetzt hier Schaden machen. Es reicht nicht, einfach nur die gute Position zu holen. Jetzt hat er hier den Rücken von Cavallo. 10 Sekunden noch auf der Uhr. Dann ist die zweite Runde durch. Jetzt versuche ich mal genau darauf zu achten, wie die beiden in ihre Ecken gehen. Ja. Wer hier noch fitter wirkt. Freundschaftlicher Schulterklopfer von Hartev. Ja, aber ich glaube, sie sind beide sichtlich gekennzeichnet von den ersten 10 Minuten. Ja. Man darf ja auch nicht vergessen, hier haben jetzt schon ein paar Kämpfe stattgefunden. Ja, wir hatten jetzt schon 4 Kämpfe bislang und da wird die Luft ja auch nicht gerade besser. Ja, ja, dann wird es hier warm, wird ein bisschen stickig. Wir haben hier 7000 Zuschauer. Die Hütte ist ausverkauft. Ist natürlich geile Stimmung, aber... Sehr geil. Mega. Aber der Sauerstoffgehalt hier in der Luft wird damit nicht unbedingt besser. Und hier sehen wir nochmal die Highlights aus der ersten Runde. Hier dieser grandiose Slam, den hat Cavallo gerade noch etwas unterbinden können, ist mir gerade aufgefallen, indem er hier unerlaubterweise in den Cage reingegriffen hat. Ja, es ist eine wirklich sehr schöne Technik. Und es ist auch etwas, wo Cavallo bisher noch keine Antwort gefunden hat. Ja. Also vorhin hat das leicht aufhalten können mit dem Kimura-Griff. Ich denke, da hatte Hartev ganz kurz Bedenken, einfach das Ding durchzuziehen. Ja. Ja, vor allem das mit so einer Organkraft zu machen wie Hartev Moel, der halt ein Ringer ist, seit er ein kleiner Junge war, das ist nochmal was ganz anderes als das signalisierte schon mal, hey, High Kick interessiert mich nicht. Schlagabtausch hier. Die Fetzen fliegen auf beiden Seiten. Und Cavallo signalisiert den Leuten, was sie sollen Welle machen. Jetzt geht's hier aber richtig ab. Ja, Hartev. Und Hartev lässt sich hier nicht auf eine wilde Schlägerei ein, sondern bringt ihn zu Boden mit einem sehr schönen Takedown. Jetzt hat er ihn auch mal vom Käfig weggeholt und nimmt jetzt eine ganz andere Position ein. Die hatten wir heute noch nicht in dem Kampf. Das ist in der leichten Open Guard. Ja, aber Cavallo, exzellentes BJJ. Ist gegen dominante und starke Ringer immer schwierig, aber... Vor allem mit dem Rücken und dem Kopf zum Cage. Also das kann ich selbst so bezeugen. Das ist einfach sehr, sehr schwierig, von dort aus was zu machen. Aber er arbeitet sich hoch, er macht eigentlich genau das Richtige. Er gibt ein bisschen zu viel den Rücken hin. Ja. Aber er macht bisher immer noch einen sehr guten Eindruck. Entschieden ist dieser Kampf hier auf jeden Fall noch nicht. Ja. Ich muss aber sagen, Moel gefällt mir in der Hinsicht wesentlich besser als in seinen letzten Kämpfen, weil er von seiner Kondition wirklich Gebrauch macht. Er hat anscheinend echt an seiner Kondition gearbeitet. Das war bei ihm in der Vergangenheit auch mal so, dass die Luft da in der dritten Runde mal ziemlich, ziemlich dünn wurde. Aber mittlerweile scheint er da wirklich gut dran gearbeitet zu haben und hat sich da auch auf einem athletischen Niveau eben sehr gut weiterentwickelt. Definitiv, definitiv. Aber auch Cavallo, also für das, dass er Short Notice hier kämpft, bietet er eine echt solide Performance. Das ist natürlich die Frage, wenn man gegen so jemanden kämpft wie Hartev, der die ganze Zeit an einem dran geht, was willst du da machen? Ja, was ist das Rezept gegen so jemanden? Ja, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Davon kann ich ein Lied singen. Das ist... Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wer jetzt eigentlich noch mehr Reserven hat und wer jetzt hier noch aus der Position rauskommt. Und wenn wir vielleicht jetzt gleich nochmal in die Käfigmitte gehen,
Ansonsten sehe ich eigentlich für Hatef das Ding, das hier Ding zuzumachen. Ja. Wenn er jetzt hier so am Käfig bleiben kann in der Clinch-Position. Ja, und Moel hält hier weiter an diesem Double-Leg-Takedown fest. Oh, da ist es bei irgendwem der Mundschuss rausgeflogen. Ich glaube, das war bei Carvalho. Ja, Veteran-Trick. Und ach so, okay. Okay. Ja, aber wenn ein Kämpfer kurz davor ist, den Kampf zu finishen, dann hilft ihm auch das nicht. Wollte ich gerade sagen, das hilft ihm jetzt in dieser Situation definitiv nicht. Jetzt unterbricht der Referee. Er macht das auch in meinen Augen genau richtig. Unterbricht nicht, nimmt nicht die Zeit raus, sondern steckt ihm den Mundschutz zurück in den Mund. So, und weiter geht's. Mundschutz wieder drinnen. Ja, Safety first ist einfach super wichtig. Gerade bei den Schlägen, beim Schwergewicht. Ja. Ne? Ja, natürlich. 4 Unzen Handschuh. Oh, aber das Gesicht von Carvalho sieht jetzt auch schon recht gut demoliert aus. Ja, das Schweiß spritzt jetzt schon bis aufs Kommentatorenpult. Hautnah dabei. Ich glaube, jetzt fehlt aber auch bei Hatef ein bisschen die Kraft, ich glaub, um hier dann endgültig den Sack zuzumachen. Das sagst du richtig. Ich glaube, es fehlt so ein ganz kleines bisschen die Power, um den Sack zuzumachen. Weil ja auch Carvalho echt schon jetzt gezeigt hat, dass er gute Nehmerqualitäten hat. Er hat schon einiges einstecken müssen und ist aber trotzdem noch im Kampf hier. Ja. Und der nächste Slam von Hatef. Jetzt ist er hier schon über die Beine drüber. Jetzt könnte er sich den Rücken holen. Ja. Aber so wie ich Hatef und die Instruktionen seines Trainers kenne, möchte der weiter hier in der Turtle-Position bleiben, um einfach von hier Schaden zu machen? Ja. Der möchte sich tendenziell gar nicht den Rücken holen für Submissions. Oh, Carvalho kommt wieder hoch. Sehr gut. Moel macht weiter Druck, aber ihm fehlen hier gerade noch so ein bisschen die Ideen. Er muss jetzt hier weitermachen. Und Carvalho sollte... Ah, der ist wieder am Boden. Ja, Hatef weiterhin dominant. Sehr dominant. Aber ohne richtig gescheite Treffer. Das ist ermüdend. Kann gut sein, dass der Referee die beiden wieder in den Stand holt. Und dann kann es noch mal eine Überraschung geben hier. Ja, aber langsam läuft die Zeit auch davon. Ja. Wir haben jetzt noch 30 Sekunden auf der Uhr. Haben wir noch. Kommt da noch mal was? Oder schaut Moel, dass er das Ding jetzt sicher nach Hause nimmt? Der lehnt sich hier weiter gegen seinen Gegner. Beide zeigen auf jeden Fall unglaublich viel Herz. Ja. Die letzten Sekunden laufen. Und ich denke, es ist fair zu sagen, dass dieses Team an den Boss Hatef Moel ging. Ja. Tja, dann hören wir doch gleich mal, was Hatef hier zu sagen hat. Der muss jetzt erstmal hier durchschnaufen. Ja. Und seine Beine ausschütteln. Yes. Ladies and gentlemen, let's see how the judges score this fight. All three judges score this fight 30-27 in the favor of the winner,
which is coming from the red corner, Hatef Boss Moel. Hatef, herzlichen Glückwunsch zu deinem nächsten Sieg. Du bist jetzt 3:0 bei Octagon, das ist ziemlich beeindruckend. Hast alles weggehauen, was dir vor die Fäuste kam. Was hast du jetzt als nächstes vor? Dankeschön. Das war ein sehr starker Gegner. Und ich habe nicht so gedacht, der ist so stark. Aber der war sehr gut. Und ich habe mein alles gegeben. Okay, so first of all, he said, thank you, everybody. He now had a very tough opponent, and he didn't think that he was so hard to fight against, so hard to wrestle, but in the end, he got the job done. Okay, Hatef, heute haben wir eine weitere dominante Performance von dir gesehen. Könntest du dir vorstellen, gegen jemanden, der dich herausgefordert hat, um den Titel zu kämpfen? Was hast du als nächstes für Pläne? Ich kämpfe nächste Kampf in Oberhausen, ich ticke Kampf. Und für mich ist egal, wer kommt, ich kämpfe gegen jeden. Ich bin bereit für jeden. Okay, his next fight is going to be in June in Oberhausen for the next MMA event in Germany. He wants to fight for the title for sure. It doesn't matter to him who is coming, who his opponent is going to be. He's going to be definitely ready. Also, klingt das gut? Ein Titelkampf für Hatef Moel. Wir sehen uns bei Oberhausen, bei nächster Veranstaltung. Okay, wir sehen uns in Oberhausen. Vielen Dank, Hatef Moel. Bis zum nächsten Mal. Also einstimmiger Punktsieg für Hatef Moel. Hat er sich wirklich hart erarbeitet. Das war ein Arbeitssieg. Eine Lawine namens Octagon kommt in eine weitere deutsche Stadt. Dies und vieles mehr am 17.06. in Oberhausen. Ladies and gentlemen, Octagon MMA brings you Tip Sport Game Changer. The 15th of April at the Home Credit Arena, Liberec.